Heute spielen wir Sizzling Hot in der Deluxe-Variante bei Stargames. Hier sind wir schon in der Lobby. Wie wir sehen, sind bis zu 300 Sizzling Hot Deluxe-Tische gerade aktiv. Man kann da immer mal draufklicken und sagen, ich möchte selber spielen, beziehungsweise schau hier nochmal bei jemandem zu. Wie wir sehen, im Zusehermodus. Und natürlich, wie bei jedem Slot-Automaten, geht es darum, möglichst viele gleiche Symbole in einer Reihe zu haben. Das ist in dem Fall die Kirsche oder dreimal die 7. Das geht hier auch wieder links los. Und ja, wenn die letzten drei oder die ersten drei gleich sind, hat man auch was davon und gewinnt. Der letzte Gewinn war 80.000, das ist natürlich ganz schön viel. Drei Sterne. Da wird gegambelt und verloren. Gut, dazu kommen wir dann gleich nochmal. Jetzt spielen wir mal selber. Klicken oben auf Spielen und sagen, wie viel Geld wir gerne von unserem Kontostand mit an den Tisch nehmen möchten. Auswählen, die Linien kann man hier nicht. Das heißt, man hat die Einserlinie, die Zweierlinie, die Dreierlinie und dann noch eine Vierer- und Fünferlinie. Die Gewinne können wir uns auch einmal anschauen, was wir gerade gesehen haben. Wenn wir drei von den Sternen haben, haben wir bei unserem aktuellen Einsatz kommt da 80 raus, also das Zehnfache. Damit es leichter zu sehen wird, klicken wir mal auf 10 Euro bzw. 10 Stars Einsatz pro Linie. Dann haben wir bei 3 Skater 100, bei 4 500, bei 5 2500 und ja, hier sehen wir schon, worum es geht. Am liebsten 5 mal die 7 in einer Reihe haben. Dann kriegt man den 5000-fachen Einsatz zurück, in dem Fall 50.000, wenn der Einsatz 10 ist. Die Kirsche ist unser Freund, wenn die zweimal da ist, gibt es auch schon was. Alle anderen Symbole starten erst ab einem Erscheinen von dreimal hintereinander bzw. nebeneinander. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir schließen die Gewinne und legen einmal los. Hier sehen wir auch noch einmal die Linien eingeblendet. Das ist die 4, das ist die 5. Minimum, wenn man hier um Stars spielt, ist der Einsatz 40. Dafür kann man schon ganz viel spielen. Wir drücken einmal auf Start und gucken, wie sich das so anfühlt. Wenn nichts passiert, kann man einfach wieder auf Start drücken. Und die nächste Runde startet. Alternative dazu ist der Autostart. Wenn wir den drücken, läuft das Spiel automatisch. Das heißt, wenn man nichts gewonnen hat oder nur einen kleinen Gewinn hat, wird sofort die nächste Runde angeschmissen. So, jetzt haben wir hier 80 gewonnen und es geht gleich weiter. Das ist natürlich für viel Action und ja, vielleicht wenn man auch ein, zwei Tische spielt, kann das Sinn machen, damit hier ein bisschen mehr passiert. Wieder zweimal die Kirsche. Wie gesagt, die ist unser Freund, muss aber dazu in den ersten beiden rein. So, jetzt machen wir kurz Stopp. Jetzt haben wir hier ein bisschen was gewonnen. Und bei jedem Gewinn hat man eben die Möglichkeit zu gamblen oder den Gewinn mitzunehmen. Wir nehmen ihn jetzt mal. Es macht in der Regel mehr Sinn, kleine Gewinne zu gamblen und die großen lieber einzutüten und mitzunehmen. So, mal schauen, ob wir mal einen kleinen Gewinn kriegen. Ja, wenn die Orange hier wäre, dann hätten wir drei in Folge. So ist das natürlich nicht der Fall. Viele, viele Erdbeeren, viele Kirschen. Viele, viele Kirschen. Aber leider nicht in der richtigen Reihenfolge. So, jetzt haben wir uns gleich auf 9000 runtergearbeitet und das ist dann meistens der Zeitpunkt, wo ich sage, jetzt erhöhen wir den Einsatz. Jetzt haben wir schon insgesamt 40 Spiele und 1000 Stars verloren. Das heißt, jetzt ist langsam Zeit dafür, dass auch mal wieder Gewinne kommen und das nutzen wir aus, indem wir mehr wetten. Man kann das natürlich auch noch gemütlicher machen, indem man sagt, wir erhöhen den Einsatz erst auf 10. Und sollten in 20 weiteren Verlustpartien noch kein Gewinn passieren, dann startet man die Geschichte mit 15 Stars Einsatz.
Hier haben wir schon mal eine Geschichte. 200 gewonnen. Ist von der Höhe jetzt für mich in Ordnung. Völlig okay, deswegen nehme ich mal mit. Drück weiter auf Start. Wir bleiben weiterhin bei unserem 10-Einsatz, weil so viel ist jetzt noch nicht passiert. Und wir schauen uns mal die nächsten 20 Spiele an, was da so kommt. Zwei Sternchen reichen nicht, da brauchen wir drei. Ja, bisschen was gewonnen. 4x50 in der Kombination, wie sie angezeigt wird, sind 200. Die nehmen wir auch. Somit halten wir uns momentan gut über 9000 über Wasser. Zumindest wenn der Gewinn dann kommt. Ja, und diese längeren Strecken sind hier ganz normal bei Sizzling Hot, weil eben nicht so viele Linien gespielt werden und es eben für die meisten Symbole die Voraussetzung ist, dass man drei nebeneinander haben muss und es auch wichtig ist, in welcher Reihenfolge, sprich von links nach rechts, die erscheinen. So, 100, das können wir mal nehmen, um zu gamblen. Dann erscheint jetzt dieses Fenster. Und man muss erraten, welche Farbe die nächste Karte hat, entweder rot oder schwarz. Tippt man richtig, verdoppelt man seinen aktuellen Gewinn. Das heißt, in unserem Fall können wir aus 100 200 machen. Tippt man dagegen falsch, verliert man den Einsatz. So, jetzt haben wir einmal richtig getippt. Das heißt, unser Gamble-Betrag ist aktuell 200, weil wir die 100 verdoppelt haben. Aber wir können weiter gamblen. Das heißt, Möglichkeit, wenn ich jetzt nochmal richtig tippe, wären wir auf 400. Das lassen wir in dem Fall, wir nehmen die 200 mit und spielen nochmal weiter. Das sieht auch sehr gut aus. Nochmal eine Dreierkombination, die nehmen wir auch mit. Und weiter. Hier passiert mal was. 500, sehr schön. Jetzt haben wir auch 20 Spiele weitergemacht. Jetzt sind wir beim Spiel Nummer 60. Da gambeln wir natürlich nicht. Sollte man aus Versehen auf Gamble drücken, muss man hier trotzdem nicht gamblen. Kann immer noch auf Nehmen klicken. Und alles ist gut. So, ich gehe jetzt mal wieder runter vom Einsatz und lass weiterlaufen. Weil jetzt hatten wir einen schönen Gewinn mit 500. Das kommt ja auch nicht so oft vor. Und spielen nochmal die nächsten 20 Partien, dass wir hier bei der Nummer 80 sind. Und schauen, was bis dahin passiert ist. Oh, das sieht doch gut aus. Nehmen wir auch mit. Und bleiben weiterhin bei 8 Stars Einsatz pro Linie. Das sieht auch gut aus. Nochmal 160. Nehmen wir auch mit. Wenn wir eine so eine Geschichte gewinnen mit 160, haben wir, da unser aktueller insgesamter Einsatz 40 ist, also 4 Spiele wieder frei. Oh, fast. Wir können nochmal schauen hier. Die Gewinne. Kirschen hatten wir schon oft. Zitronen hatten wir jetzt. Und hier, was recht selten ist, auch die Weintraube. Wobei, die sollten genau gleich oft vorkommen, zumindest hier wie die Melone. Die Pflaume, die Orange und die Zitrone kommen wohl häufiger vor, weil es hierfür ein bisschen weniger Geld gibt. Ui, das sieht doch gut aus. Dreimal Orangen und viermal Orangen. Beziehungsweise hier haben wir sogar nochmal viermal. Sehr gut, der. Also zweimal vier in der Kombination, weil die Fünferlinie geht ja hier hinten auch wieder runter. 800 gewonnen. Die nehmen wir mit. Und spielen weiter mit unserem 8-Star-Einsatz. So, wenn sich diese Durststrecke jetzt noch weiterziehen sollte, erhöhen wir ab Spiel Nummer 100
wieder den Einsatz auf 10. Ein kleiner Gewinn. Den nehmen wir auch mit. Als Faustregel, wann ich gamble und wann ich einfach weiterspiele, nehme ich meistens den doppelten Einsatz. Also sollte ich jetzt 80 gewinnen, würde ich gamblen. Bei 100 nehme ich meistens mit. In unserem Fall wäre es jetzt halt hier die 80 und die 20, wo wir gamblen. Sobald 160 als Gewinn herauskommt, sagen wir nehmen. So, noch drei Spiele. Dann haben wir das 100. Spiel. Und Nummer 100. So, wir erhöhen wieder den Einsatz auf 10. Und wenn wir bei nach 20 Spielen, bei 120, unter 9090 liegen, erhöhen wir dann den Einsatz auf 15 pro Linie. Da ist was passiert. 500 gewonnen. Sehr schön. Den nehmen wir natürlich mit. Und gehen vom Einsatz wieder runter. So kann man mit einer kleinen Progression hier arbeiten. Nach 20 verlorenen Spielen, wie gesagt, hier drücken wir jetzt auf Gamble, nach 20 verlorenen Spielen kann man den Einsatz um einen Tick erhöhen. Hier haben wir gewonnen, weil wir gerade so gut dabei sind. Machen wir jetzt nochmal den doppelten Gamble und gewinnen jetzt 320. Sehr schön. Weiter geht's. Wenn die 7 einen Tick weiter oben stehen bleibt, scheppert es schon wieder schön. Jetzt schauen wir mal, ob hier noch was passiert. Ansonsten nehmen wir uns aktuell die 130 vor. Wenn wir bei 130 Spielen sind und bis dahin keins gewonnen haben, erhöhen wir den Einsatz wieder. 160, gut, nehmen wir mit. Das war jetzt noch nicht sensationell. Wir machen mal als nächste Stufe 140. Wenn bis dahin nichts passiert ist, bis Spiel 140, erhöhen wir wieder unseren Einsatz. Und damit kann man eben ganz gut arbeiten. Man schaut sich an, okay, ich habe eine längere Durststrecke. Hier passiert nichts. Ich drücke immer auf Start und gewinne nicht. 80, okay. Wir gamblen nochmal. Verloren. Und weiter im Text. Und wenn diese Strähne eben einmal abreißt, weil früher oder später kommt ja der Gewinn, wie in dem Fall jetzt hier, wobei das auch nur 160 sind, aber wir lassen mal weiterlaufen. Wir hatten jetzt zwei kleine Gewinne, beziehungsweise nur einen realisiert, weil wir beim einen daneben gegambelt haben. Hier nochmal 160, nehmen wir auch mit. Trotzdem kommen wir nicht wirklich vom Fleck. Wir sind inzwischen bei 8650 Stars. Und schauen mal, als nächstes Ziel habe ich jetzt mir mal die 160 vorgenommen. Bis dahin kein Gewinn kommt, gehen wir einen Schritt höher beim Einsatz. So, 80 nehmen wir jetzt mal. Normalerweise würde ich gamblen, aber ich war einfach schon so drauf fixiert, weiter auf Start zu drücken. Macht ja auch nichts. Einmal die Pflaume. Als nächstes Ziel dann 170. Das Spiel.
Wir sind ja immer noch hinten, wenn wir bedenken, wir haben mit 10.000 angefangen. Können wir jetzt natürlich schauen, dass wir schon ein bisschen schlecht hier gespielt haben, beziehungsweise schlecht für uns die Symbole kamen. Insofern kann man davon ausgehen, dass sich das auf die langfristige Geschichte wieder ausgleicht. Allerdings ist das halt die Frage, wann. So, jetzt hätte ich gerne noch 3 Verlustpartien, damit ich mal einen höheren Gewinn einfahren kann. Oh, das ist natürlich sehr fein. 1600. Na gut. Ja, wie ihr seht, und da auch nochmal 1600. Bei Spiel 170 hätte ich den Einsatz erhöht. Das heißt, so um den Bereich wäre es dann auch wieder möglich gewesen, dass sich die Wahrscheinlichkeit für einen Gewinn steigert. In dem Fall ist er schon ein bisschen vorher gekommen, nehmen wir trotzdem mit. Und schon sind wir bei 11.050. Zur Feier des Tages machen wir jetzt noch einen mit 10, damit wir genau bei 11.000 sind und beenden die Runde. Dann. Jawohl, nichts passiert. Sehr gut, wir sind bei 11.000, haben quasi 1.000 plus gemacht und ein bisschen Umsatz. Das kann dann auch bedeuten, dass wir noch ein paar Bonussterne von Stargames ausbezahlt bekommen. Wir klicken auf Verlassen und sind wieder in der Lobby. Das war's, Sizzling Hot Deluxe bei Stargames. Wer dazu nochmal nachlesen möchte oder wie man am besten den Einzahlungsbonus verdient, kann hier in der Beschreibung direkt auf den Link zu idealmobilegaming.com klicken und dort nochmal die Beschreibung zu Sizzling Hot anschauen. Wer sofort loslegen möchte, kann den zweiten Link in der Beschreibung klicken. Dann geht's direkt zu Sizzling Hot Deluxe bei Stargames. Kann man sich kostenlos registrieren und sobald man seine E-Mail-Adresse bestätigt hat, bekommt man auch schon die 5000 Stars zum Anfang in sein Konto überwiesen. Viel Erfolg und viel Glück!